Es gibt wohl einen relativ sicheren Leak zu Call of Duty 2021. Diesmal müsste aller Voraussicht nach Sledgehammer Games wieder dran sein, die bereits in der Modern Warfare-Reihe eifrig gearbeitet haben und auch natürlich schon Call of Duty-Erfahrung haben. Was das nun alles zu bedeuten hat, erfährst du natürlich wie immer bei deinem Swishy. Lass uns schnell ein Abo da, um keine Gaming-News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Vielen Dank für deinen Support. Wie bereits eben kurz angeteasert, stammt das Spiel aller Voraussicht nach von Sledgehammer Games. Und diese haben zum Beispiel mit Infinity Ward als letztes zusammen an Modern Warfare 2019 zusammengewerkelt. Auch ein Release könnte bereits schon geleakt sein und dieser stammt sogar von Tom Henderson. Der war zum Beispiel an vielen Leaks beteiligt und ist somit sehr glaubwürdig, dass der Leak auch stimmen könnte. Call of Duty 21 soll demnach am 12. November 2021 offiziell erscheinen. Ein November-Release ist immer sehr wahrscheinlich für Call of Duty, da die vergangenen Teile fast alle im November released wurden. Call of Duty 2021 soll sich am 12. November dann genau 2 Jahre und 3 Monate in der Entwicklung befunden haben. Nun aber das Wichtigste, nämlich der Setting-Leak. Und dieser stammt von dem Twitter-Portal Modern Warzone. Diese gelten als relativ gut informierte Quelle und diese leakten, dass COD 2021 wohl in einem fiktiven dritten Weltkrieg spielen könnte. Ich selber halte das auch für ziemlich wahrscheinlich, weil wo Sledgehammer Games beteiligt ist, waren immer Call of Duty Teile, die in der Gegenwart gespielt haben und somit halt eher Modern Warfare sind. Und hier auch eher in die realistische Richtung gehen bzw. in das aktuelle Tagesgeschehen. Im Vergleich zum Beispiel Treyarch, die an der Black Ops Reihe beteiligt sind bzw. die Black Ops Reihe entwickeln, da wissen wir zum Beispiel bei der Black Ops Reihe, dass zum Beispiel die Teile gerne mal in der Vergangenheit spielen oder mal weit in der Zukunft. Die Modern Warfare Reihe orientiert sich nahezu immer an der aktuellen Zeit, mal paar Jahre zurück, mal paar Jahre vor. Ich sehe es aktuell als ziemlich sicher an, dass es sich wahrscheinlich um einen fiktiven dritten Weltkrieg handeln wird. Es muss in meinen Augen eins der beiden Möglichkeiten sein und die müssen sogar sein. Entweder ein Zukunftssetting mit Robotern und Co., ähnlich wie Black Ops 3, was vermutlich aber nicht gut von der Community aufgenommen wird. Oder eben ein Setting im Hier und Heute, was ich für die sehr wahrscheinliche Variante halte. Im Vergleich mal zum Beispiel ein Spiel aus vergangenen Tagen, nämlich Call of Duty WW2. Und das floppte ziemlich schnell. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir kein Spiel erwarten dürfen, beziehungsweise in allzu naher Zeit, das im Zweiten Weltkrieg oder sogar im Ersten Weltkrieg spielen dürfte. Aber die wichtigste Frage ist nur, wie sicher sind denn nun die Infos? Einerseits relativ sicher, es sind eben ganz gute Quellen, aber auf der anderen Seite sind die Gerüchte teils schon dementiert. Es gibt auf jeden Fall noch keine offizielle Bestätigung, in welchem Setting denn nun Call of Duty 2021 spielen wird und natürlich noch keinen festen Release-Termin. Wir müssen uns hier natürlich darauf vorbereiten, es sind alles Leaks. Was ich euch aber versprechen kann, ist, dass ich euch immer auf dem Laufenden halte, wenn es etwas Neues zu einem neuen Call of Duty Teil gibt. Deshalb solltest du mich definitiv abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine News mehr zu Call of Duty und anderen Gaming News zu verpassen. Was sagst du dazu? Ist der Leak für dich wahrscheinlich oder absoluter Quatsch? Schreib es in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.